herzlich willkommen. Freue mich sehr, dass ich heute Ihnen hier exemplarisch an der Provenienzforschung für das Bild Bauernstube die Arbeit der Provenienzforscherinnen und Forscher erklären kann. Provenienzforschung ist die Herkunftsforschung für ein Objekt. Also wem hat das Bild wann gehört und wie war der Eigentumsübergang? Damit Sie da ein bisschen einen Einblick in diese Disziplin bekommen, habe ich Ihnen einige Quellen mitgebracht. Das dauert jetzt ungefähr so 10 Minuten und antworte danach sehr gerne auf all Ihre Fragen. So, jetzt versuche ich mal meinen Bildschirm zu teilen. Moment. So, ja, kann ich kurz Rückmeldung? Passt das so? Ja, jawohl. Danke. Also Sie sehen hier nochmal das Bild, um das es geht. Studie einer Bauernstube von Ernst Emanuel Müller. Und um gleich die Frage einmal kurz zu beantworten, wieso kamen wir jetzt dazu? Im Mai 2017 haben die Staatsgemäldesammlungen beschlossen, noch einmal diesen Erwerbungsbereich zwischen 33 und 45 anzuschauen. Das sind knapp 1000 Werke, die in diesem Zeitraum in das Museum kamen, auf unterschiedlichste Art und Weise. Und das ist schon früher angeschaut worden. Also es ist jetzt nicht, dass man damit erst angefangen hat, sondern gleich in der Nachkriegszeit und auch 1998, als die Washingtoner Konferenz war. Das ist der Moment gewesen, wo sich 44 Staaten verpflichtet haben, nochmal ihre öffentlichen Sammlungen anzuschauen. Da ist das immer schon angeschaut worden, aber einige Sachen konnte man halt zu dem Zeitpunkt noch nicht lösen. Und es ist auch so, dass sich die Disziplin der Provenienzforschung grundlegend weiterentwickelt hat. Wir haben ganz viele neue Quellenbestände, Online-Datenbanken, da sehen Sie Händlerbestände, Auktionskataloge, Transaktionen. Und sowas macht dann natürlich immer wieder eine erneute Prüfung notwendig. Und so haben wir angefangen, uns wieder mit diesem Bild zu beschäftigen. Die Inventare der Staatsgemäldesammlungen sind inzwischen online, aber wir haben auch noch Sachen, die bei uns direkt im Haus zugänglich sind. Da sehen Sie hier einen, ach jetzt, Moment, jetzt habe ich hier mein Bild in Sie reingeschoben, oder? So? Passt. Ja, passt das? Das sind die Bildakten, das sind solche Schüber mit Einzelblattsammlungen. Und das sind Akten, die wir schon abgegeben haben ans Hauptstaatsarchiv, aber natürlich sind die weiter zugänglich, wie eben Geschäftstagebücher oder Ankaufsakten. Und eben in diesen Ankaufsakten haben wir den ersten Hinweis gefunden. Aufgeschlagen sieht das so aus, ist jetzt für den Moment ein bisschen klein. Das, was uns interessiert, sind hier Erwerbungen durch Kauf, Gemälde neuerer Meister. Und ganz dicht dran geholt sehen Sie jetzt hier die Inventarnummer 10859. Darunter ist das Bild bei uns geführt worden. Und der wirklich wichtige Teil ist das, was man fast nicht lesen kann, rechts an der Seite. Das ist die ministerielle Entschließung. Das ist der Bemerkungsbereich, also die Genehmigung des Ministeriums für den Ankauf. Die war am 22. Mai 43. Und da steht, Quelle war Finanzamt Augsburg-Stadt. Und das Ganze ist aus jüdischem Besitz. So, also wir wissen, jüdischer Besitz, dieses Werk muss unbedingt angeschaut werden, aber sie haben an der Stelle keinen Namen. Und da geht es dann los, dass man weitere Sachen anschaut, unter anderem eben diese Bildakten. Dort habe ich jetzt für Sie als erstes mitgebracht das Schreiben, mit dem das Bild bei den Pinakotheken vorgestellt wurde. Wir haben eben schon gehört, es ist das Finanzamt Augsburg-Stadt, da steht es, aber tatsächlich ist dieses Schreiben von der Reichskulturkammer. Und das ist schon wichtig hier. Die sind nämlich zuständig und, für die Verwertung von Kulturgut aus jüdischem Besitz. Das ist also die eigentliche Quelle. Und ein weiteres Schreiben, ich habe jetzt nicht alle mitgebracht, ein weiteres Schreiben vom April, da steht dann, wenn dieses Bild also gekauft werden wollte, dann bitte hier den Betreff Friedmann angeben. Und da haben Sie zum ersten Mal einen Namen. Das hilft uns weiter. Es gibt eine Datenbank für die Opfer der Verfolgung der Juden unter nationalsozialistischer Gewaltherrschaft in Deutschland. Und wenn Sie da jetzt Friedmann eingeben, bekommen Sie als erstes 747 Einträge. Das hilft uns jetzt also noch nicht sofort weiter. Jetzt haben wir als Museum aber die wunderbare Möglichkeit, die Bilder auch von hinten anzuschauen. Ich bin hier ein Bild der Rückseite. Und da sind Etiketten drauf, Zahlen. Das ist immer interessant. Hier aus jüdischem Besitz. Wieder interessant. Die Nummer da unten drunter, also Sie sehen das Datum, 5.4.43, da kam das wohl. Und die andere Zahl ist eine Standortangabe Meiserstraße. Das können wir schon zuordnen durch die längere Forschung aus diesem Bereich. Und sehr interessant und jetzt für uns wichtig ist unten eine kleine Briefmarke. Da steht sowas Galerie Heinemann München.
Und die Galerie Heinemann ist ein Kunsthandelshaus in München, ein größeres. Und die haben seit 2013 ihre Datenbank online. Und da Datenbanken für unsere Arbeit auch sehr wichtig sind, habe ich hier mal einen Screenshot für Sie. Und da ist das Bild zu finden. Und da sind jetzt ganz tolle neue Informationen. Erstens, der Käufer heißt Ludwig Friedmann. Da sind wir schon stark weiter. Und Augsburg wieder. Wieder Augsburg, das hatten wir ja schon, Finanzamt Augsburg. Also das verdichtet sich. Und sehr wichtig auch ist, dass Herr Friedmann dieses Bild bereits 1919 gekauft hat. Für uns ist sehr wichtig die durchgängende Eigentumskette. Und wir haben hier also einen Erwerb vor dem NS schon, 1919. Und als wir das Bild bekommen, ist immer noch Friedmann als, ja, als Verbindung zu dem Bild vorhanden. Und das ist dann 43. Also vermutlich haben wir wirklich diese eine Familie, mit der wir uns beschäftigen. Und wenn Sie jetzt Ludwig Friedmann und Augsburg haben, dann kommen Sie in diesem Gedenkbuch auch weiter und bekommen das Geburtsdatum. Das Geburtsdatum ist so wichtig, weil die Entschädigungsakten und Wiedergutmachungsakten nach Geburtsdatum funktionieren. Das heißt also, um weiterzukommen, brauchen Sie erstmal schon ein bisschen was. Und damit konnten wir uns dann diese Akten anschauen. Und ich denke, weil es ja um Personen auch geht, ist es auch wichtig, dass man mal das Ehepaar sieht. Das Foto ist von Miriam Friedmann aus ihrem Archiv. Vielen Dank, dass ich das zeigen darf. Das sind Ludwig und Selma Friedmann, um die es geht. Der Ludwig, der das Bild 1919 gekauft hat. Und ich werde jetzt nur ganz wenige Worte zum Schicksal der beiden sagen, denn wir haben heute Miriam Friedmann dabei, die das ganz anders sagen kann. Und das Wichtige für uns sind im Prinzip die Veränderungen. Miriam Friedmann hatte schon erwähnt, dass die Familie umziehen muss. Das ist mehrfach der Fall. Und das ist das Haus der Wäscherei, das am St. Anna-Platz. Ich glaube, heute in Augsburg ist das Martin-Luther-Platz. Das Haus gibt es auch so gar nicht mehr. Aber das hat der Familie Friedmann schon ab 1872 hatten die ihre Wäscherei drin und später haben sie das auch gekauft. Und Ludwig und Selma hatten vier Kinder. Er war auch Richter bei der Handelskammer und zweiter Vorsitzender der israelitischen Kultusgemeinde. Also es waren schon bekannte Augsburger Persönlichkeiten und sie wohnten in der Hallstraße. Wir haben heute, glaube ich, auch einige Augsburger im Chat dabei hier. Denen sagt das sicher was. In der Hallstraße war das eine sehr schöne Wohnung. Und 1938 mussten sie zum ersten Mal ihr Zuhause verlassen und bekamen in diesem Haus nochmal eine Dreizimmerwohnung. Das Haus wurde dann zwangsverkauft, unter Wert, genauso wie die Firma. Und ein zweiter Umzug stand 1941 an. Und da ging es in dieses Judenhaus. Und dort hatte die Familie dann, oder es war gar nicht mehr, es war nur noch das Ehepaar. Die Kinder hatten inzwischen Gott sei Dank Deutschland verlassen. Das Ehepaar wohnte dort dann in diesem Haus und hatte ein Zimmer und bekam dort dann 43 den Deportationsbescheid. Am Abend vorher haben sie sich das Leben genommen, das haben sie schon gehört. Und ich habe sie mit dieser ganz, ganz kurzen Geschichte jetzt ins Jahr 43 mitgenommen. Und 43, das war ja auch das Jahr, aus dem unsere ganzen Dokumente ersten waren. Die schreiben, also die letzte Archivalie dazu, die ich Ihnen jetzt zeigen möchte, ist eine Liste, in der aufgeführt ist, welche Objekte in dieser Wohnung noch waren. Denn die waren dann alle eingezogen und für die Wohlfahrt in Augsburg gedacht. Und das sind hier Stühle, Handkoffer, alles. Und ich muss Sie leider enttäuschen, unser Bild steht nicht drauf. Und da fragt man sich natürlich, wäre ich jetzt doch auf dem Holzweg gewesen oder warum ist das nicht so? Und wenn man da jetzt ein bisschen genauer hinschaut, dann ist es eine Unregelmäßigkeit, die man entdecken kann. Bei der Nummer 8 steht nur gestrichen. Und das ist hier nochmal ein bisschen größer für Sie zum Anschauen. Es ist nämlich nur eine beglaubigte Abschrift. Und irgendjemand hat sich nicht die Mühe gemacht, das noch aufzuschreiben, was da eigentlich mal stand, sondern hat gesagt, okay, diese Nummer kommt nicht dran, die streichen wir und hat nicht alles übertragen. Unter anderem eben auch nicht die Nummer der Stadt, die am rechten Rand durchgängig durchläuft. Sie sehen das, F55, F56, F58, F59. Ganz klar, da fehlt eine Nummer, F57 und Sie haben die heute Abend schon gesehen, die befindet sich auf der Rückseite. Und einzeln hätte man das jetzt überhaupt nicht finden können, weil das Bild ist nicht auf der Liste und die Nummer alleine sagt einem auch nichts. Aber wenn Sie alles zusammengetragen haben, dann können Sie manchmal diese Verbindungen machen und die Lücke, also das, wo gar nichts steht, ist dann am Ende der Beleg, dass dieses Bild der Familie Friedmann gehört hat. Und auch bis zum Ende. Das heißt also, das ist auf der Liste dann gewesen.
die nach ihrer Tod angefertigt wurde, wo alle Objekte aus dieser einen Zimmerwohnung aufgelistet wurden. Was machen wir jetzt mit diesen Erkenntnissen? Also zum einen melden wir. Das ist die Seite, ein Ausschnitt der Lost Art vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste. Das ist eine zentrale Seite, da melden deutschlandweit Museen, Stiftungen, wer was findet. Und da ist natürlich auch unser Werk. Dann müssen Sie sich damit beschäftigen, ob es bisherige Entschädigungen gab. Aber nachdem das Bild nirgendwo gesehen ist, ist für dieses Bild natürlich auch nie eine Entschädigung gezahlt worden. Das war jetzt an der Stelle relativ einfach. Und dann geht das Dossier ans Ministerium. Es gibt bei uns die Forschung, das ist der Bereich, der bei uns in der Abteilung gemacht wird. Und damit hört das dann noch auf. Also die Bewertung haben wir eine juristische Abteilung für. Und am Ende die Entscheidung geht dann auch ans Ministerium. Dann kommen wir zur Erbensuche. Eigentlich nicht die Kerndisziplin der Provenienzforschung, aber ja, irgendwer muss ja machen. Und so ist es im Museum Teil unserer Aufgabe. Und da hatten wir nun das große Glück, dass Frau Friedmanns Vater zurück nach Deutschland gekommen ist, 1960, 61. Und in Deutschland haben wir Meldepflicht. Also Menschen in Deutschland dann zu finden, ist für uns viel, viel einfacher. Und Frau Friedmann war dann für uns relativ leicht ausfindig zu machen. Und das Tolle ist, dass sie so gut vernetzt ist. Sie war nicht nur unheimlich offen und freundlich, als wir mit dieser Information an sie herantraten, sondern sie ist super vernetzt und hatte für uns E-Mail-Adressen der ganzen Familie weltweit. Also die Erbengemeinschaft ist am Ende aus mehreren Parteien gewesen, in drei Ländern, auf zwei Kontinenten. Also es ist dann schon immer auch eine ganze Menge an Informationen, die zusammengetragen werden noch. Sie brauchen dann auch alle Belege für die Erbberechtigungen. Die sind ja dann manchmal schon in der Enkelgeneration. Und wenn das alles dann vorhanden ist, gibt es auch noch den Restitutionsvertrag. Es muss jemand benannt werden, der das Bild auch in Empfang nehmen darf. Und dann kamen wir also im Juli 2018 tatsächlich zur Restitution. Sie sehen hier Frau Friedmann und Herrn Marz, den Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlung, bei der Übergabe, die im Schätzlerpalais in Augsburg stattfinden durfte, was wir uns natürlich sehr schön fanden, dass wir nach Augsburg kommen konnten und dort das Bild übergeben. Damit wäre ich jetzt mit meiner Fallrecherche am Ende. Das war jetzt natürlich viel Information auf einmal, aber ich hoffe, dass Ihnen der Einzelfall also ein bisschen einen Einblick gegeben hat in die verschiedenen Bereiche der Provenienzforschung, in unsere Methoden und Quellen. Und ich stehe natürlich sehr gerne für Fragen zur Verfügung. Ich finde das wahnsinnig faszinierend, wie Sie es schaffen, einen so komplizierten Fall so einfach darzustellen. Ich glaube, was uns allen bewusst geworden ist, was für ein Puzzlespiel das ist und dass es teilweise auch ein bisschen Glück ist, dass man tatsächlich weiterkommt und den rechtmäßigen Besitzer, Besitzerin finden kann. Vielleicht noch kurz zur Familiengeschichte, Miriam. Sind deine Großeltern gewesen und Frau Zechel hat auch in ihrem Vortrag schon gesagt, deine Eltern haben Deutschland verlassen und sind dann wieder gekommen. Wie ist dein Weg nach Deutschland zurück? Weil du hast einen amerikanischen Akzent, ich glaube, das haben alle gehört. Und nicht alle, der wirklich vielen Teilnehmer, Dankeschön, dass sie so interessiert sind an der Veranstaltung, nicht alle kennen deine Familiengeschichte. Deswegen vielleicht erzählst du noch mal ganz kurz, was ist mit deinen Eltern passiert und wie hat es dich wieder zurück nach Augsburg verschlagen? Gerne, aber eine ganz endlose, lange Geschichte, sehr komprimiert. Mein Vater wurde 1933 in Augsburg als eine von den ersten Juden verhaftet, als Hitler die Macht übernahm. Und er war Student damals und er konnte durch jemand gefunden hat in Italien, der hat gesagt, er kann bei denen bleiben. Also er ist kurz nach seiner Verhaftung, der sehr kurz war, Gott sei Dank, ist nach Italien geflohen. Und meine Mutter, der immer in dieser Geschichte oft vergessen wird, also sie ist dann auch nach Italien gegangen. Meine Eltern, ihre Eltern waren befreundet, weil die Augsburger jüdische
Community, also Gemeinde, war sehr bekannt miteinander. Also beide Eltern waren in Italien, aber dann kam Mussolini, hat sich befreundet mit Hitler und 38 Juden wurden aus Italien gedroht, wenn die nicht Italien sofort verlassen, dann würden sie nach Deutschland wieder zurückgeschickt. Und die, wie Anja gesagt hat, mein Vater hat drei Geschwister. Eine war schon in England und sie konnte irgendwie ein Touristenvisa für meine Eltern verschaffen. Und die sind dann nach England geflohen. Und also das war in 38, Ende 38. Dann, als sie in 39 alle Juden in England wurden interniert als friendly enemy alien, weil es war Krieg. Und also mein Vater wurde sofort verhaftet. Aber natürlich eine Verhaftung in England ist nicht angenehm. Aber es ist bei weitem besser, als verhaftet in faschistische Italien zu sitzen. Und aber meine Mutter war schwanger mit meinem Bruder, also sie wurde nicht verhaftet. Und die komplizierte Geschichte, meine Eltern haben Verwandte in Augsburg gehabt, die schon im 19. Jahrhundert geflohen waren, die Binswanger-Familie. Und ein Binswanger hat ein sogenannte, Affidavit gegeben, weil Amerika, kein Land in der Welt wollte die Juden haben. Also die müssen jedes Mal, es war immer schwierig. Und Amerika wollte auch keine Juden haben. Und aber wenn man Verwandten hatte und teures Geld bezahlt haben, und dann, die haben das Glück gehabt und sind dann nach Amerika gegangen. Und dann, wir sind ich bin in Amerika geboren. Und das war im Süden von den USA. Und ich sage, ich betone im Süden, weil meine Eltern haben sich dann sehr schnell integriert. Also die haben immer vorwärts geschaut, aber besonders im Süden, da gab es keine anderen Juden. Also die waren sehr schnell Teil von der Gesellschaft. Mein Vater war Prof an der Uni, hat eine Stelle bekommen und Schritt für Schritt, also dann sind wir in Arkansas. Ich bin in Tennessee geboren und dann sind wir in Arkansas gelandet. Ich sage, ich betone Arkansas, weil Amerika leider heute noch, muss ich sagen, ist auch ein, man möge es nicht glauben, aber ein sehr rassistisches Land. Und es gab damals in den 50er Jahren Apartheid, strikte Rassentrennung. Und Professoren an Unis waren sowieso verdächtig und die waren sicher Kommunisten und links und gefährlich und das war ein Hexenjagd. Und mein Vater musste ein Eid ablegen zu der Stadt von Arkansas, als ein Gesetz erlassen würde, dass Schulen integriert werden sollen. In anderen Worten, dass schwarze Kinder in normale Schule gehen konnten. Und unser Gouverneur damals war ein weißer Rassist, wie wir auch neulich Rassisten in Amerika leider erlebt haben oder erleben noch. Auf jeden Fall
als mein Vater hat sich geweigert, der hat gesagt, ich habe genug in Deutschland gehabt. Ich fange hier nicht wieder an, mit solchen Sachen umzugehen. Und hat nicht unterschrieben. Er hat gesagt, das tue ich nicht. Und wurde sofort gefeuert. Also, er kommt als Flüchtling von einem rassistisch geprägten Land nach Amerika und nach 21 Jahren wurde gefeuert wegen rassistischer Gesetze. Und da, er war befreundet mit Hannah Arendt und die haben diskutiert, was soll er machen. Und dann hat er einen Ruf an der Uni München bekommen in 1960, um das amerikanische Kulturgeschichte Institut an der LMU zu aufzubauen. Und 1960, nach 21 Jahren in Amerika, sind meine Eltern wieder zurück nach Deutschland. Und die Ursache war Rassismus. Und mein Vater war, und beide Eltern waren sehr bemüht, dann mit jungen Leuten klar zu machen, was das alles bedeutet, was Hass und Rassismus alles mit einem machen kann und mit einer Gesellschaft. Aber das wäre eine Geschichte für 10 Stunden. Aber es waren sehr spannende Zeiten und das war eigentlich ein Experiment für 5 Jahre, aber meine Eltern sind dann geblieben. Und natürlich dann, da ich das große Latino nicht gemacht habe, in Amerika habe ich nur 2 Jahre Latein gelernt, durfte ich hier nicht studieren damals. Also ich bin in Amerika geblieben, habe studiert und meinen Magister gemacht und so weiter. Und dann habe ich in Amerika gearbeitet und ich bin dann, wann bin ich? 2001 nach Deutschland gekommen, weil meine Eltern dann waren sehr alt und sehr hilfbedürftig. Und mein lieber Gemahl, der ein Arzt ist und war befreundet. Ich sage immer, er kennt meine Eltern besser als ich, weil er hat sich um meine Eltern gekümmert, als ich in Amerika gelebt habe. Und bin ich hierher gekommen und dann natürlich die große Liebe. Also es hat auch ein schönes Ende, diese Geschichte, in diese ganze Chaos. Und dann bin ich hier geblieben. Und natürlich mit diesem Hintergrund, für mich ist das so wichtig, dass man diese Geschichten nicht nur als Erinnerung und Mahnmal, aber dass man etwas mit diesen Geschichten zeigt. Und zum Glück habe ich Josef Pröll kennengelernt, der seine Familie eine ähnliche Geschichte und schreckliche Erlebnisse hatten. Und ich habe ihn überredet, er wusste, wie schwierig so ein Film ist. Zuerst strikt abgelehnt, aber ich habe versucht, mein beste Überredungskünste zu benutzen. Und wir haben gemeinsam mit meinem Mann Friedhelm Katzenmeier und dann später ein Historiker, Herr Dr. Lehmann, wir haben 4,5 Jahre lang gearbeitet, um einen Film zu drehen, weil ich dachte, junge Leute, wenn die sehen, aber auf eine sehr einfache Weise, also Bilder, auf Englisch sagt man, a picture is worth 1,000 words. Ein Bild sagt auch viel mehr als Texte oder Statistik. Das ist so kalt und nichts persönlich. Und wenn man eine persönliche Geschichte erzählt, und viele junge Leute haben uns dann gesagt, also Mensch, jetzt endlich verstehen wir, was da los war, weil wir hatten die Nase voll mit jedes Jahr Nazi-Geschichte. Und deshalb, gut, jetzt mache ich Reklame, aber es hat was dran,
dass man diese Geschichten oder was Anja jetzt eben erzählt hat, je mehr man weiß, desto mehr kann man verstehen. Denn wir sind alle ein Produkt von unserer Vergangenheit. Also das kann man nicht verleugnen. Also, sorry, das war jetzt sehr lang, aber... Vielleicht noch der kurze Hinweis, das ist der Film, von dem ich vorher gesprochen habe, Die Stille schreit. Ich finde das sehr interessant, gerade deine Familiengeschichte mit dem Zurückkommen und wieder zurückkommen nach Deutschland. Beide, wenn es um Restitution geht, dann hört man ganz oft einen Stehsatz. Der Stehsatz heißt, jetzt muss doch endlich mal damit Schluss sein. Frau Zechel, was antworten Sie als Provenienzforscherin auf so einen Satz, den Sie sicher schon gehört haben? Ja, ich werde immer weiter die Leute enttäuschen müssen, es ist noch eine ganze Weile nicht Schluss. Und das liegt einfach daran, weil wir verschiedene Phasen hatten. Also wir hatten eben in der Nachkriegszeit tatsächlich einiges an innerer und äußerer Restitution. Und 98, das war aber halt alles auf Antrag. Also man muss ein bisschen so diese Phasen sehen. Damals hat man darauf gewartet, dass die Leute kommen und sagen, mir fehlt noch was, mir gehört was, ich will das wiederhaben. Aber unser Beispiel hat zum Beispiel gezeigt, das war für die Familie Friedmann völlig unmöglich. Dieses Bild hat ja überhaupt gar keiner mehr davon gewusst. Das war jetzt nicht das Prominente, also es war bis zum Ende da, aber Miriams Vater hat wenig erzählt. Von diesem Bild ist nicht gesprochen worden. Auf den Dokumenten findet man es nicht. Wie soll so jemand die Sachen einklagen? Dann ist irgendwann auch Ende 48 waren dann auch diese Antragsfristen um und dann hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, jetzt ist mal gut. Und dann hat es eine ganze Weile gedauert auch, bis man erkannt hat, dass man ein anderes Fenster öffnen muss. Und 98 gab es diese Konferenz in Washington, wo man eben gesagt hat, wir machen das und wir wollen fair and just solutions finden, faire und gerechte Lösungen. Und das ist jetzt kein rechtlicher Anspruch mehr, das ist anders als in der Nachkriegszeit, sondern das ist die Möglichkeit, wo man auch für die Personen, die was möchte, also positiv denkt und die Museen gucken, was haben wir, was können wir an Informationen beitragen. Also nicht wartet, bis jemand kommt und sagt, das gehört mir aber, sondern im Idealfall schaut, was habe ich denn? Wie weit komme ich? Wem kann ich was geben? Und wenn ich eine Lücke habe, ja, dann muss man entscheiden. Und da kommt dieser moralische Aspekt rein, was macht man damit? Aber das ist eben ganz anders. Aber auch das musste natürlich dann erstmal anlaufen. Und die Staatsgemäldesammlungen schauen alle Gemälde an, die im Prinzip nach 1933 erworben sind und vor 1945 entstanden sind. Das ist jetzt bei uns 7000 Stück. Andrea Bambi ist die Leitung des Referats Provenienzforschung bei den Staatsgemäldesammlungen. Die ist seit 2008 auf einer festen Stelle, was schon wirklich ungewöhnlich ist, dass ein Museum sowas einrichtet. Und da gibt es bei uns jetzt verschiedene Projekte. 2017 haben wir nochmal eben diese Erwerbungen 33 bis 45 aufgerollt. Mein Kollege Johannes Gramlich ist bei den Überweisungen, das ist ein Projekt, da geht es um Bestände, die die Staatsgemäldesammlung in der Nachkriegszeit bekommen haben, aus dem Besitz von Parteivermögen, so, oder von hochrangigen Funktionären. Auch ein sehr interessanter Vorgang. Dazu ist auch jetzt gerade ein Buch erschienen, das kann ich nachher gerne vielleicht nochmal zeigen. Und Sie sehen, 7000 Stück ist einfach immer noch eine große Nummer und ist es nicht für alles so Dokumentenlage da, wie man sich das möchte. Also man schaut das durch, es sind jetzt nicht 7000 Raubkunstfälle, um Gottes Willen. Da sind auch ganz viele zeitgenössische Ankäufe dabei und man muss das jetzt einfach nochmal trennen. Und ja, das kann man nur erklären, so ist es gewesen, das machen wir jetzt und natürlich fühlen wir uns immer zu spät. Also die Frage ist einfach, man kann, wieso kommen wir 20 Jahre nach 98 oder 70 Jahre nach dem Krieg? Ich kann verstehen, wenn die Menschen sagen, Mensch, das muss doch mal fertig sein jetzt. Aber es sind einfach verschiedene Ansichten. Jede Zeit, jede Generation hat wieder andere Einblicke und Möglichkeiten. Und wir jetzt in einem sehr digitalen Zeitalter mit sehr vielen neuen Datenbanken haben einfach eine ganz neue Chance und die muss unbedingt genutzt werden. Dankeschön. Die andere Seite ist die Seite der Erben und Erbinnen. Das ist auch etwas, was man immer wieder hört im Kontext der Restitution. Jetzt wird was gut gemacht. Miriam, ist jetzt was für dich gut gemacht worden?
Well, das Wort Wiedergutmachung oder gut gemacht, finde ich, passt überhaupt nicht. Das ist ein man kann nicht solche perfide kriminelle Geschehnisse wiedergutmachen. Aber das glaube ich fest, das ist nicht eigentlich der Hauptgrund für diese, wie Anja sagt, die Sachen zurückgegeben. Denn es ist besser spät als nie. Aber das ist nicht ein Ersatz, das ist keine Schlusslinie. Das wäre fatal, weil schauen wir die Situation in Deutschland jetzt oder in den USA. Es ist nicht nur Deutschland oder USA, überall in der Welt. Wenn Leute ihre Geschichte sich nicht auseinandersetzen mit der Geschichte, das wiederholt sich. Und deshalb, also ich kann mir nicht vorstellen, dass damit ist Schluss. Der Geschichte ist eine Entwicklung, es geht weiter. Und wenn wir uns nicht damit konfrontieren, dann werden wir große Schwierigkeiten haben. Also meines Erachtens kann man nicht wieder gut machen, aber man kann davon was lernen. Und man muss es auch akzeptieren. Ich glaube, meine Eltern sind ein, würde ich sagen, etwas tragischer Fall, denn mein Vater hat nie welche Wiedergutmachungsgelder bekommen, weil ich konnte ihm nicht klar machen, das ist nicht eine Bezahlung von dem Tod von seinen Eltern, von meinen Großeltern. Aber das war nur ein Symbol oder wegen verlorene Häuser oder verlorene Berufe. Aber ich glaube, viele, viele Opfer haben das Gefühl hat. Und deshalb man muss es sehr vorsichtig sein und das erklären, wozu. Es ist nicht Schluss und vorbei. Das ist, man bezahlt nicht für den Mord von einem Mensch. Ja. Im Englischen ist ja das Wort Recognition, das, was da gern genommen wird, dass man sozusagen Recognition, dass man anerkennt, das Schicksal, dass wir genau, denke ich, was in dem Film auch ist, dass man nicht das alles totschweigt, sondern dass man sagt, so war das und das Bild ist Teil des Ganzen und das Objekt und insofern ist es ein Baustein. Es ist wie eine Gerechtigkeit. Man sieht ja so kleine Teil von die ganze Geschichte. Also ich finde es sehr, sehr, sehr wichtig, was ihr da macht. Ja, man könnte es nochmal anders formulieren. In einem aktuellen Diskurs, Max Czollek spricht ja auch vom Erinnerungstheater und von Rollen, die Juden und Jüdinnen einnehmen sollen, in die sie hineingedrängt werden. Und eine Rolle ist, ein dankbarer Mensch zu sein. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ganz oft im Zuge von Restitution kommt, eine Erwartung von Dankbarkeit. Und ich glaube, gerade wenn Miriam hat das sehr, sehr schön gesagt, das ist einfach ein Baustein, der wieder da ist. Und die erwartete Dankbarkeit gehört genauso zu einer Rolle dazu, die gesellschaftlich gefordert wird letztendlich. Also die erwartet wird. Die Offenheit, miteinander zu
ins Gespräch zu kommen. Und das wäre ein Punkt, den ich doch, was mir sehr am Herzen liegt, ist, dass ich habe versucht, alle die Täter, sogenannte Täter, also die Familien, die unsere Häuser gestohlen haben, die, das sind die einzigen, die ich jetzt hier in Augsburg finden konnte. Ich suche Gespräch mit diesen Leuten. Erstens, es ist meine Generation, also wir sind die zweite Generation. Weil ihre Eltern Nazis waren, will nicht heißen, dass sie jetzt Nazis sind. Und sowieso, es wäre egal. Aber ich finde, es ist wichtig, dass wir teilen irgendwie ein Schicksal. Und es ist so wichtig, dass wir miteinander reden. Wir müssen einander nicht lieben, aber wir müssen einander respektieren oder versuchen, also wenigstens ich versuche zu verstehen, was dahinter steckt. Und das vielleicht können die auch dann, das hilft ihnen mit ihrem Schicksal. Es gibt in Augsburg, es gab Familien, die gerne mit mir gesprochen haben, aber wir sind nicht befreundet. Wir gehen miteinander höflich um, und aber nicht mit, wie heißt es, geballten Faust. Also wir respektieren einander auf jeder auf seine Weise. Aber es gibt auch Familien, die absolut nichts mit mir zu tun haben. Die haben sogar Briefe geschrieben, dass um keinen Fall soll ich je Kontakt aufnehmen, weil ich schade den Ruf von ihrer Familie. Und sie müssen ihre Kinder schützen. Also das ist der allerletzte. Aber wir leben in einer Demokratie, er muss nicht mit mir reden. Also es wäre schön, aber also diese Erfahrungen, muss ich sagen, da habe ich dieses Bild hat so viele Verknüpfungen mit so vielen Begegnungen auch. Also nach dem Film kamen mindestens 4 Leute zu mir und haben gesagt, weißt du, meine Mutter hat in den Haushalt gearbeitet und die andere in die Firma und der zweite, ich habe sogar der Chauffeur für die Firma. Und sie hat mir ein Foto von ihrem Vater mit dem Firmenauto. Und also das sind unglaubliche Erlebnisse. Mhm. Und andere haben uns ziemlich zu Schnecke machen wollen. Und das ist auch okay. Aber das ist Teil. Nein, aber ich finde es, ich muss es halt aushalten. Also das will nicht heißen, dass ich das richtig finde. Aber man hofft, dass dadurch auch besonders junge Leute sehen, dass es gar nicht so einfach ist. Nochmal zurück zum Gemälde. Das Ölbild, die Bauernstube, ist ja jetzt nicht unbedingt ein wertvolles Gemälde, wenn man seinem Marktwert sozusagen einschätzen würde. Bei der Restitution um Raubkunst geht es aber nicht nur um ideelle Werte, sondern ganz oft auch um reale Werte, die auch oft oder manchmal sehr groß sein können. Und Nachfahren mussten teilweise jahrelang darum kämpfen, eine Rückgabe eines Werkes zu erlangen. Es gibt da sehr bekannte Beispiele. Mir ist die Goldene Adele von Gustav Klimt eingefallen, die ja durch alle Medien gegangen ist. Könnte man sagen, es ist leichter, wenn man aus öffentlichen Sammlungen ein nicht wertvolles Gemälde restituieren will und die wertvollen werden dann zurückgehalten und da ist es dann plötzlich ganz schwierig? Oder wie sehen Sie das als Provenienzforscherin? Na, das natürlich kann über die Medien auch immer gern dieser Eindruck entstehen, weil welche Fälle sind interessant, über welche berichtet man?
weniger über die, die gut laufen. Aber tatsächlich für die Forschung, und ich rede ja jetzt hier als Provenienzforscherin, spielt das überhaupt gar keine Rolle. Mich interessiert der Wert eines Bildes dann, wenn ich einen Eigentumsübergang habe. Ich frage, entsprach das zu der Zeit dem historischen Marktwert? Hat die Person den Wert bekommen damals und hat die dann mit dem Geld frei verfügen können? Das sind die Sachen, wo mich Geld interessiert. Wie viel das Werk heute am Marktwert einbringen würde, das ist tatsächlich nicht mein Thema. Also das wird wirklich, die Forschung wird da unabhängig von gemacht. Und wenn wir was schwierig finden, dann tatsächlich, wenn Dokumente oder Belege fehlen. Also das Schönste ist, wenn man so eine durchgängige Eigentumskette hat. Und dann, sie möchten auch nicht zurückgeben, wo sie sagen, vielleicht gibt es noch einen Erstgeschädigten. Und dann haben sie aber schon einmal das Bild weitergegeben. Und also das ist also viele Stellen, an denen Sachen heikel sein können, wo man Hindernisse hat. Ganz klar, nicht jedes Bild ist einfach so zu erforschen und so vollständig heute, dass man das so zurückgeben kann. Aber für die Forschung tatsächlich ist der Marktwert erstmal unerheblich. Ja. Ich finde es ganz interessant, weil ich sitze ja da als Institution auch, und es gibt die Forschung auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es die Institution. Und als jüdisches Museum ist es für uns vielleicht verständlicher wie für andere Museen, die mussten das erst lernen, dass in ihren Sammlungen genauso die Shoah eingeschrieben ist, wie auch in die Sammlungen des jüdischen Museums. Und das finde ich eigentlich ein wesentliches Ergebnis für Museen von der Provenienzforschung, dass man auch einen anderen Blick auf das Zustandekommen von Sammlungen hat, weil ich weiß nicht, weil ich glaube, das Allgemeinwissen, wie so Sammlungen zustande kommen, hat sich dadurch schon wesentlich erweitert. Oft hat man ja gedacht, naja, das sind die fürstlichen Sammlungen. Letztendlich, die wurden dann im 19. Jahrhundert durch Mäzene erweitert und das war es dann. Aber dass eben auch gerade da die Shoah eine ganz wichtige Rolle spielt oder spielen kann, es ist ja nicht in jedem Museum gleich, und sich die Shoah tatsächlich in jedes Stück von der deutschen Geschichte eingeschrieben hat, das ist eigentlich für mich eine ganz zentrale Aussage, die die Provenienzforschung eben auch mitgebracht hat. Also ich denke, auch für jede Institution ist die Provenienzforschung eine große Bereicherung, was ihre eigene Sammlungsgeschichte angeht. Also wir machen das natürlich für die Objekte erstmal, das ist der Anstoß, aber die Erkenntnisse, die am Ende zusammengetragen werden, sind für das Profil und die Geschichte eines jeden Museums ganz wichtig. Als ich Sie gefragt habe, Sie beide, wegen des Gespräches, abgesehen von dem ganzen von der ganzen Pandemie-Sache und warum wir jetzt hier auf Zoom gelandet sind, haben Sie beide sofort gesagt, ach ja, super und liebe Grüße und hin und her. Meine Erfahrung auch in der Arbeit mit Zeitzeugen, Zeitzeuginnen, ist, dass wenn man mal so eine Verbindung hat, hält die auch. Also meine Verbindung zu den Überlebenden ist meistens dann abgerissen, als sie gestorben sind und nicht vorher, sondern so eine, ich sage dann immer salopp, so eine Verbindung tritt man sich ein, was auch ein schönes Eintreten ist. Wie ist es bei Ihnen? Sind Sie verbunden oder mit welche Verbindungen haben Sie noch gemacht? Haben Sie ganz viele andere Verbindungen zu Erben, mit denen Sie, die Sie kontaktiert haben? Oder wie schaut das dann aus als Provenienzforscherin? Hat man dann noch ganz viele Kontakte in die ganze Welt jetzt? Legen die Sie auch? Das ist unterschiedlich. Also es ist einfach, man hat in der Forschung erstmal schon sehr viel über die Familie erfahren. Zwischendurch habe ich gedacht, manchmal weiß ich über die anderen Familie fast mehr als über meine eigene. Und es ist so, dass man einen sehr emotionalen Moment teilt. Also was Miriam Friedmann erst mit dem Rollercoaster meinte, ne? Es ist halt einfach ein emotionaler Moment. Und es ist auch für das Museum so eine Frage, eine Restitution. Man kommt zwar mit einem Gemälde, das man zurückgeben will, aber man hat doch immer einen Hintergrund, der keine schöne Erinnerung ist. Es ist nicht ein einfach nur schöner Augenblick. Und man muss sich da vorsichtig bewegen. Und das ist
emotional. Und insofern haben wir uns sehr gefreut, so positiv aufgenommen zu werden. Und für mich ist Frau Friedmann eine sehr wichtige Verbindung geworden. Viel haben Sie aber auch mit Anwälten zu tun. Ich auch. Ja, das ist schön. oft sind es einfach auch Anwälte. In diesem Fall war das so, dass in der Familie eine Anwältin war und mit ihr viel lief. Da ist der Kontakt jetzt nicht so stark. Hängt sicher auch mit der örtlichen Nähe zusammen. Augsburg ist nun wirklich nicht weit und das hat, so wie die Veranstaltung heute, man hat Verbindungspunkte. Aber ja, doch, man also ich habe natürlich zu Weihnachten geschrieben. Also man hat noch einen Kontakt und das finde ich sehr schön. Und ich hoffe, dass das noch so bleibt. Aber wie ich Miriam Friedmann kenne, ganz sicher, stimmt's? Unbedingt. Ich habe schon eine Liste für Bücher für deine Kinder, Anja. So. Gibt es Fälle, in denen die Erben die Werke nicht zurückhaben möchte, will jemand wissen? Wir hatten das, dass jemand nicht direkten Kontakt haben wollte mit deutschen Behörden überhaupt. Und das lief dann über eine andere Person, die er netterweise als Vertreter benannt hat. Also sowas kenne ich. Doch, ich glaube, ich habe von Büchern gehört. Es sind ja nicht nur Kunstgegenstände, die zurückgegeben werden. Die Bandbreite ist groß. Ganz viel passiert auch im Bereich von Bibliotheken. Und ich weiß, dass ein Schwung an Büchern mal nicht angenommen wurde. Bei Bildern habe ich es jetzt noch nicht gehört, aber ist durchaus denkbar. Gibt es Kunstwerke, die das Museum oder die Bundesrepublik nicht hergeben kann, darf, will, weil sie zu fragil sind, weil sie zu wertvoll sind? Haben Sie damit schon zu tun gehabt auch? Nein, ich habe jetzt gerade, zum Beispiel für Stiftungen zum Beispiel kann sowas sehr schwierig werden, weil die diese Sachen aus dem Stiftungsvermögen nehmen müssen und das ist oft gegen ihre Satzungen. Man hat Hindernisse, aber Hindernisse kann man überwinden und ich kann Ihnen versichern, also ein heutiges Museum möchte keine Raubkunst an der Wand hängen haben, ganz sicher nicht. Und ist es schön, wenn es zentrale Bilder sind, wenn die weiter wo ausgestellt werden. Das ist natürlich immer das ein Aspekt, der einem Museum vielleicht noch wichtig ist. Und der Ansatz, ich glaube, in den Niederlanden ist, dass da wird tatsächlich im Restitutionsverfahren auch ein ganz bisschen mitgeschaut, wie wichtig das Bild fürs Museum ist. Mhm. Dass man sagt, also ist das jetzt der zentrale Hingucker im Museum oder hängt das seit 50 Jahren im Depot? Also da wird sowas ein bisschen mit in Betracht gezogen, aber also klare, eindeutige Fälle haben eigentlich kein Hindernis, das nicht bewunden werden kann. Mhm. Eine Frage ist auch, also im Fall von Miriam Friedmann war die Erbengemeinschaft ja friedlich und hat sich leicht verständigen können. Es gibt sicher auch Fälle, wo das nicht so ist, wo die Erben, Erbinnen vielleicht streiten oder anderer Meinung sind. Wie geht man damit um? Gibt es da eine Schlichtungsstelle oder wie wird da verfahren? Fürs Museum ist es letztendlich wichtig, dass es zu einem Restitutionsvertrag kommt. Und da ist es natürlich schon eine gemeinsame Arbeit dahin zu gelangen. Da müssen die Parteien auch nicht unbedingt untereinander reden. Hauptsache, sie reden dann auch mit dem Museum und am Ende sind alle einverstanden. Da kann es auch sein, dass sie das Problem haben, wenn sie nicht vollständig zusammenbekommen. Dass man das dann zum Beispiel mit reinschreiben muss. Sagen, wenn noch welche kommen, dann müssen die beteiligt werden. Wenn wirklich irgendwie das sonst der Hintergrund wäre, dann für die Restitution, dann findet man auch da Lösungen. Aber wir haben alle Familien. Natürlich. Ganz kurze Fragen noch. Auf der einen Seite, Sie forschen vom Museum aus die Provenienz. Gibt es auch heute noch Erben, Erbinnen, die auf Museen zugehen und sagen, haben Sie das von uns? Ja, natürlich. Also wir sind ja sehr froh, dass wir jetzt seit einigen Jahren unsere gesamte Sammlung online haben.
Es ist nicht alles jetzt mit extensiver Provenienz, das hoffen wir auch noch dahin zu kommen, aber es ist zumindest eine Erwerbsnotiz da, es sind alle Kunstwerke, egal ob sie hängen oder nicht, eingestellt und Sie können die Sammlung anschauen. Sie können suchen, wenn Sie meinen, das ist eins, was irgendwie so aussieht wie das, was Sie auf dem Foto gesehen haben oder sowas, dann können Sie selbstverständlich immer an uns schreiben. Wir haben, das ist dann sozusagen, das läuft unter dem Stichwort Claim, der dann kommt und das wird wissenschaftlich bearbeitet und ja, wir sind natürlich auch interessiert. Wir haben ja auch nicht alle Quellen immer und wenn jemand kommt und auch schon vielleicht einen Beleg hat, was mitbringen kann, selbstverständlich wird das angeschaut, berücksichtigt und ist nicht mehr so viel, aber wir sind noch nicht am Ende. Und noch eine Frage zu Ihrer Arbeitsweise. Arbeiten Sie an mehreren Bildern parallel? Oder machen Sie Inventarnummer nach Inventarnummer und immer nur ein? Also es gibt eine ganz klare Priorisierung. Und also Frau Bambi ist jetzt auch gerade wieder damit beschäftigt, denn wir sind mit dem Erstcheck, mit dem neuen Erstcheck so gut wie durch. Und da hat man sozusagen aussortiert, was sowieso nicht in Frage kommt, eben die zeitgenössischen Sachen, Sachen, die vielleicht uminventarisiert worden und deshalb in der Zeit auftreten, aber doch eigentlich schon lange dem Museum gehört haben. All das ist rausgefallen. Und es ist dann doch noch ein Bereich geblieben an Werken, die Lücken haben oder eben Namen in den Ketten, von denen man weiß, diese Personen sind in den Kunstraub verwickelt gewesen oder das sind zum Beispiel jüdische Kunsthandlungen, die dann ja auch alle aufgelöst wurden. Und insofern versucht man dann da eine Priorisierung zu finden und es ist schwierig. Also jetzt der Erstcheck lief parallel zu einigen Fallrecherchen und am liebsten hätte man immer seine ganze Zeit entweder dem ganzen Fall oder dem Erstcheck, damit es endlich mal klar ist, was alles noch angeguckt werden muss. Man teilt sich so ein bisschen und es laufen immer Fälle parallel, vor allem halt auch, wenn solche Anfragen kommen, dann müssen die bearbeitet werden, egal wie viele andere auch schon auf dem Tisch liegen, dann dauert es etwas länger, weil man verschiedene Sachen hat, aber es geht jetzt nicht, also durch den Erstcheck sind wir tatsächlich Nummer für Nummer gegangen. Da ging es bei mir jetzt in dem Projekt, in dem übrigens auch 2,5 Jahre Frau Steinke, Melita Steinke, mitgearbeitet hat, wirklich nach Jahrgängen. Was ist 33 gekommen, was 34, 35, so. Und am Ende wird man dann einfach Arbeitspakete schnüren, wo man dann vielleicht auch sagen kann, wir bringen bestimmte Sachen zusammen. Das ist das über jüdische Kunsthändler oder Raubkunst aus der und der Handlung. Und dann geht es weiter. Es kann leider nicht jedes Werk immer das erste sein, so gern wir es möchten. Es gibt ja nicht nur Raubkunst des Nationalsozialismus, sondern auch Objekte, die während der Kolonialzeit durch Raub aus fremden Ländern nach Deutschland gekommen ist. Wie geht man da vor? Gibt es dafür auch eine Provenienzforschung? Ja, die gibt es und die wird immer stärker. Also das Kolonialismus wird erforscht und dann gibt es auch noch den Bereich aus der sowjetischen Besatzungszone, ist auch ein großes Thema, wo auch immer viele denken, ah, das betrifft ja nur die neuen Bundesländer. Also es gibt verschiedene Bereiche und die Kolonialzeit wird uns auch beschäftigen. Gibt es jetzt im Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste, gibt es jetzt da auch eine Anlaufstelle und das wird gerade auch weiter ausgebaut. Ganz herzlichen Dank. Danke. Und auch von uns. Wiedersehen, Miriam.